Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Infinity auf dem Community Server mit dem Mr. Tico. Ja. Vom Team Shabby mit dem Marco. Servus. Der Pixel ist noch mit dabei. Moin. Der Domme ist dabei. Hi. Nahasi und der Patrick. Hallo. Hallo. Ja, hier, volle Hütte. Wie viele sind eigentlich? Ach, sind auch die auf dem Server sind. Und es wurde das letzte Mal in den Kommentaren geschrieben, ob wir nicht mal den Spawn zeigen können. Natürlich können wir den zeigen. Deswegen switche ich da mal kurz hin. Und Teko hat jetzt schon wieder Angst gekriegt, wo er diesen Kommentar gelesen hat. Und seitdem baut er hier wieder ganz eifrig am Spawn. Jetzt müsst ihr schreiben, boah, ey, ist die Fabrik immer noch nicht fertig? In die Kommentare, baut er vielleicht da mal endlich weiter. So, nee, war nur Spaß. Genau. War nur Spaß. Wie komme ich hier eigentlich raus? Ach, aus dem Spawn? Wo willst du denn hin? Nee, keine Ahnung. Ich spawn ja immer nur hier drin, ich will aber jetzt raus. Ich will ja mal drüber flattern. Ja, da musst du da hinten die zwei leuchtenden Blöcke wegschlagen. Ja, wir können es ja erstmal anders machen. Ich kann ja erstmal ganz kurz die Bereiche zeigen, ne? Hier, grüner Bereich, Mitte und so weiter. Ist, glaube ich, leicht verständlich und ganz klar. Schöne Glaskuppel, kann man sich auch mal hinsetzen, den Tag genießen, wenn die Sonne scheint. So, dann haben wir hier den blauen Bereich. Da sind die einzelnen Städte von Stadt 1 bis Stadt 8. Da steht dann auch immer dran, wie die Stadt heißt, wer dort alles wohnt in der Stadt. Hier zum Beispiel Stadt 2 ist Buxtehude, da wohnt der Domme, 87, der ist nämlich neu eingezogen. Und hier wohnt der James Nabusi noch in Stadt 1, naja und so weiter und so fort. Was ist eigentlich in Stadt 3, wer wohnt denn da jetzt mittlerweile alles? Ne, Stadt 4, Tirol, Eric, Happy, Let's Enquire, Björn. Oh, da sind aber auch viele, oder? Ja. 5 Leute. Pixel, Nahasi, Swamcrusher, Fabi. Okay, ja. Wir sind hier hinten Stadt 7. Da steht Tino und Team Chevy. Das ist Tino Will. Ich habe mir den Namen nicht ausgedacht, aber ist ja auch wurscht. So, hier kommen wir gar nicht rein. Das ist da super. Da können noch weitere Stadtportale hin, wenn noch mehr Leute kommen oder sowas halt alles. Genau. Und dann gab es hier eigentlich mal noch ein Portal. Ach, hier. Zum Kolosseum, genau. Wenn man da drauf geht, kommt man zum Kolosseum, kann man sich das mal angucken, beziehungsweise, das sollte man vielleicht auch mal benutzen. Ich vergesse es halt nur leider immer. Aber ist ja egal. Mach mal, auf jeden Fall. Oder wir bauen einfach was Neues. Viel cooleres. Ja. Dann habe ich noch eine Baustelle, sag mal. So, dann haben wir den gelben Bereich hier. Gelber Bereich ist Farmwelt. Da wieso steht, laufen hier Hühnchen rum? Keine Ahnung. Warum liegen die Eier? Warum liegt da Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Keine Ahnung, lass mal hin. Geister. Konversation in einer Pornografie, die es ever gegeben hat. Kennt bestimmt jeder. Na egal, Farmwelt, wieder aktiv. Da geht's in die Farmwelt, da dürfen die Quarries und so weiter aufgestellt werden. Und. Roter Bereich, der sagt auch so ein bisschen die Farbe, ne? Ist einmal hier Deep Dark, da darf nur mit Jetpack, oder sollte man nur mit Jetpack und Energie und Fackeln, ne? Dann den Twilight Forest, da kann man auch noch reingehen, kann ein bisschen auf den Drachen rumklopfen oder halt eben Ressourcen ernten. Hier ist der Nether, hier ist das End, dann haben wir hier hinten aber noch ein bisschen mehr. Ne, hier hinten können noch mehr, hier ist noch nichts, aber hier stehen auch schon mal Portale. Natürlich ist hier schon was. Hier gibt es schon eine Lava-Welt und hier sind noch ein paar leere Portale. Also für Lava gibt es halt, haben wir extra die Welt erstellt, weil wir da sehr viel brauchen, teilweise, ich zumindest. Und ja, gut. Dann, hier geht's noch gar nicht weiter, ne? Hier die Bereiche sind alle noch ungenutzt. Richtig, da kann man noch mehrere Portale reinbasteln dann. Wahnsinn. Du hast den Spawn, sag ich mal, zukunftsorientiert gebaut. Das freut mich. Ja, natürlich. Dann haben wir noch den orangenen Bereich. In dem war ich noch nie. Du warst hier echt noch nie drin. Der war auch vorher hellgrün, glaube ich. Ach so. Oder dunkelgrün, keine Ahnung. Nur leider ist hier nichts. Ja, hier würde es dann hochgehen, dann kommst du dann oben aufs Dach. Er ist halt da. Die Gänge sind schon fertig nach oben, aber oben ist er noch nicht fertig. Und ansonsten wird es hier draußen gehen und da kann ich ja schon mal sagen, was da so alles geplant ist noch. So, warte. Bevor wir das machen, will ich erstmal hier deine Treppe wieder reparieren. Und will hier mal aufs Dach hochgehen. Ich habe jetzt die Scheibe kaputt gekloppt. Naja, gut. Ja, sitzt dann was rein, ist egal. Ah, hier ist das Dach. Cool. Kann man quasi ein bisschen rumlaufen. Hier ist auch die große Glaskuppel. Hier hinten kannst du auch zwischen den Kuppeln lang. Ja, und hier sieht man mal den ganzen. Sag mal, ist der größer geworden? Alter! Ich glaube, ich habe den länger von außen nicht angeguckt. Hast du da schon öfters mal wieder dran gebaut? Ja, ein bisschen. Krass! Habe ich ja wirklich nicht gesehen jetzt so in letzter Zeit. Das ist ja cool.
Das ist natürlich cool. Ach so, da ist quasi der orangene Bereich da, wo man reingeht in dieser Haupthalle. Genau. Dieser Voreingang. Im Bereich wird hier noch ein Eingang gebaut und dann kommt hier jetzt eine Brücke, bei der ich gerade angefangen habe. Und da habe ich die schon mehrmals abgerissen wieder, weil ich nicht wusste, wie ich sie baue. Also ist da ganz cool. Ja, so. So, fertig. Ja, dass dann hier noch so eine kleine Stadt hinkommt, die eigentlich keinen Zweck hat, sondern nur Deko ist. Oder vielleicht auch da, obwohl da wollten wir eventuell so einen Markt hinstellen, dass Leute zum Beispiel Sachen anbieten können. Tauschbörse ja, oder sowas. Ja, sowas cool, in der Art, ne? Genau. So eine Server-Tauschbörse. Genau. Müssen wir schauen, ey. Ich glaube, irgendwann müssen wir wirklich mal noch einen neuen Server. Ja, klar. Wenn es größer wird. Mal einen größeren, ja. Ja, ansonsten, mit der Hut am Ende sein. Na gut, das erstmal zum Spawnen. Jetzt haben wir hier schon wieder 6 Minütchen verblembert. Gehen wir mal wieder zurück zur Verwasserturm. Nee. Moment. Reaktor. Gut. So, Pixel, ich müsste jetzt quasi erstmal noch einen Tank bauen. Ja. Wo ich, wir haben nämlich Folgendes geplant, und zwar der liebe Pixel hat eine Enderium-Welt. In diese will ich mich mal kurz reinschleichen, will da eine Ender-Thermic-Pump aufstellen und will das Enderium hier rüber pumpen, dass ich endlich Ludicrite herstellen kann und quasi meine eigenen Blöcke produzieren kann und diese Steam-Turbinen hier aufrüsten kann, weil da sind aktuell nur 4 Blöcke drauf, die brauchen 13.000 Umdrehungen, um halt wirklich ein bisschen Strom effektiv zu erzeugen. Das ist natürlich total übertrieben. Und es wäre natürlich cool eigentlich, wenn man hinten die maximale Anzahl der Blöcke dran hätte und dann quasi das Ganze auch nur auf 1.800 Umdrehungen laufen lassen müsste. Das wäre natürlich super, ne? Also es wäre so das Ziel. Weil dann laufen die Turbinen einfach schön gemütlich und verbrauchen auch dementsprechend weniger Steam. Und ja, naja, müssen wir mal schauen. Aktuell sind wir aber wieder stromlos, weil uns das Hyalurid ausgegangen ist, weil der Reaktor alles aufgemampft hat. So, alles schlecht. Deswegen schalten wir den blöden Reaktor jetzt auch einfach mal aus. Ja. Böser Reaktor. Nur du als Technik-Genie, ne? Pixel? Ja, was? Nee, was denn? Hier ich kann man ja, wie bei Dings, bei Hajo. Hajo hat auch so eine komische Tür, wo sozusagen eine Wand ist. Achso, ja, kann man machen, ja. Dass wir hier willst du ja reinmachen, wie so automatisch auf und zu geht? Genau. Das ist aber trotzdem so Stadt 3 der richtige Ansprechpartner. Die haben die in Massen verbaut. Ich habe so eine Tür nicht gebaut. Panyo weiß auch, wie die geht. Ja, Panyo ist richtig. Ich kann es ja auch bauen, so ist nicht. Muss ich halt nochmal gucken. Mhm. Pixel! Aber nicht jetzt gleich. So, jetzt brauche ich nämlich erstmal einen Tank. So, und dann müssen wir mal schauen, dass wir hier noch ein bisschen Tank an Start kriegen. So, das ist die Valve. Okay, gut, so viele brauchen wir eh nicht. Warte mal, haben wir noch ein bisschen Stil am Start? Nee, aber ich muss mal eins machen. Oha, ich muss mal den Laser Drill ausschalten. Weil der frisst uns sonst den ganzen Strom weg, den wir hier haben. Okay, jetzt müsste er aus sein, oder? Müsste. Jo, ist aus. Gut, dann muss ich mal gucken, ob die Lava-Generatoren noch laufen, weil das ist jetzt so wichtig. Sonst geht uns nämlich wirklich die Suppe aus und dann ist das ME auch down und das ist blöd. Natürlich ist die Lava alle. Och, ich hasse das. Ach so, nee, stopp. War ja ein anderes Problem. Stimmt. Die Tanks waren ja voll Steam gewesen, genau. Und die habe ich jetzt erstmal leer gepumpt hier. So. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen. Warum wird jetzt hier aktuell nichts gepumpt? So, das ist auf jeden Fall das Tesserakt. Ist wirklich die Lava schon wieder alle da drüben? Ja, logisch, sonst wäre ja kein Steam rein, ne? Lobby! Ups. Huch, was macht ihr denn überhaupt Schönes? Erzählt mal, was baut ihr denn Schönes? Wird aber nicht gefragt, also die anderen. An was arbeitet denn statt 2 hier, der Domme? Du bist ja nur neu auf dem Server. Ich habe vorhin schon gesehen, du hast ein bisschen was gebaut, auf jeden Fall schon. Sieht auch echt cool aus. Ja. Oder beziehungsweise bist auch schon gut vorangekommen, würde ich sogar sagen, oder?
Ja, also ich habe das grundlegende Material, habe ich jetzt erwärmt. Ja. Was ich so halt brauche. Genau. Und Strom hast du auch schon am Start. Ja, Strom habe ich schon ein bisschen. Navigatoren, ein paar Solarpanel, ja, was man halt braucht. Ja. Ich habe vor, als mein kleines Projekt. Jetzt zuhören. Hat man leider bei den anderen schon gesehen, dass jeder schon so ein bisschen was davon hat. Egal, ich mache es trotzdem noch immer. Also ich habe vor, das moderne Stahlwerk zu bauen. Oh, wieso haben die anderen, wer hat das schon? Hat doch keiner. Ja, nicht das Stahlwerk, aber manche haben schon diese riesen Öf, also die riesen Tinker-Konstrukt. Ach, das ist nicht schlimm. Aber das finde ich eine coole Idee, muss ich ehrlich sagen. Eher so ein Neuzeit, also so ein futuristisches Stahlwerk. Genau, oder? So wie es heutzutage ist, dass halt wirklich über die Züge die Kohle angeliefert wird. Ui. Und ich im Prinzip dann auch einen großen, weiß nicht, wie ich das noch machen werde, welche dimensionalen, also welche Größe ich noch mache für die Züge. Mhm. Aber die Züge kommen dann von den Bergen hergefahren mit den Kohlen, übers Meer kommt dann das Eisen. Okay. Und, ja. Das klingt aber auf jeden Fall super. Mhm. Klingt sehr interessant, definitiv. So, Pumpe arbeitet wieder. Passt, finde ich nice. Momentan bin ich halt noch alleine in der Stadt und daher ist das halt sehr. Also, du würdest schon ganz gerne noch mit jemandem. Klar. Ja, warum auch nicht, ne? Ja. Herzlich gerne. Also. Müssen wir mal gucken, ob wir noch einen für dich finden. Ich meine, ich habe noch so einige Bewerbungen da rumpurzeln. Auch das war jetzt wieder Stichwort. Wer sich noch nicht beworben hat, kann diese natürlich gerne noch tun. Einmal unten Videobeschreibung aufmachen. Den Link anklicken und dann Formular ausfüllen und damit ist die Bewerbung eingegangen. Wenn ihr nicht dabei seid, bekommt ihr natürlich keine Absage. Und ja, weil das einfach sonst, weil es ist einfach zu zeitaufwendig, das ist das Problem. Ich melde mich dann quasi einfach bei den Leuten, die mit ins Projekt reinkommen, die eigentlich so passen. TS ist halt wichtig, Skype ist wichtig. Mhm. Ein bisschen, ein gewisses Alter ist auch wichtig, logischerweise, und ja, halt ein bisschen Erfahrung mit Technik sollte eben auch vorhanden sein. Das ist mal ganz klar. So. Ups. Und man sollte lieb und nett sein. Das ist ganz wichtig. Irgend so eine Querulanten hier brauchen wir nicht auf dem Server. Ja. Da gibt's eh nur auf die Fresse. Das ist, nee, es ist so. Sowas geht mir auf den Kranz dann, so eine Leute. Die dann anderen, weißt du, das Spiel so versauen. Ja, geht's, ist ja schon vorgekommen. Genau, und deswegen muss nicht sein, muss man nicht haben. So, hier ist eigentlich alles angeschlossen, das heißt, hier kann es schon wieder scharf gehen. Gut. Okay, die laufen erstmal wieder, dann passt ja alles, Lava kommt auch, alles gut, alles schick, alles schön. So, dann kann ich jetzt vielleicht endlich mal meinen Tank bauen. Nein. Haben wir lange nicht gehabt, so einen Tank. Ja, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Hab ich noch Refined Iron? Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Was ist das? Ich weiß es nicht, Tego. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ja. So, jetzt haben wir hier den ganzen Netherkrempel noch drin. Was haben wir denn hier noch drin? Rubyohr. Das ist alles eigentlich so Zeug. Topaz. Iron, das wird eigentlich verarbeitet. Na gut, dieses ganze Nether-Zeugs. Was hatten wir da das letzte Mal gesagt? Was kann Nether verarbeiten? Oh, Shiny Ohr? Leck mich am Arsch. Aber rein damit im Ofen. Wisst ihr das noch? Du kannst es, glaube ich, nicht zerkleinern. Achso, nee, Pulverizer war es, gell? Oder war Pulverizer? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Genau. Netherz, oder wie? Ja. Netherz. In den Mesoraider kann das, kommst du zwei raus und das kannst du dann weiterverarbeiten. Mesoraider kannst du auch, genau. Oder Pulverizer kannst du auch, ne? Oder Pulverizer. Also muss ich da irgendwie mit Pulverizer was machen. Ist ja kein Problem. Pulverizer ist zwar ergiebiger, aber wenn du halt was Schnelles haben willst, ist der Mesoraider, weil den kannst du halt mit Overclock bearbeiten. Ach du, den Pulverizer kannst du auch hochpimpen. Ich habe den Resonant-Pulverizer. Der ist nicht gerade langsam. Gut, den kenne ich wiederum nicht. Ja, den kannte ich vorher auch nicht, aber mittlerweile kannst du die Pulverizer upgraden bis auf Resonant. Quasi mit Enderium sind die dann, glaube ich, war das. Und die arbeiten dann schon wirklich relativ zügig, ne? Wenn man natürlich die Augmentations reinmacht. Wenn man was reinmacht?
das, was ich dir gesagt hatte, weil du hast es. Achso, die habe ich auch drin. Die Argumentations genau. Musst du reinmachen, stimmt. Ja. Da gibt es halt diese Secondary Reception Coil, Overclocked Modular Gearbox und das Spacetime Flux Unifier. Und die drei musst du reinmachen und dann hast du wirklich schön voll Power und dann geht das auch gut ab. Ja. Verstehst du? So, ME Import Bass heißt ja theoretisch rausziehen. Macht er auch. Das freut mich, dass das hier so gut klappt heute. Refined Iron. Haben wir nicht. Ist immer wieder ein Traum. Ja, ne? Hätte ich dir aber auch sagen können. Ich glaube, das hast du schon vor ein paar Folgen mal gesagt, ja. Das macht aber nichts. Und zwar, wir haben 19.000 Kohle. Und dann brauchen wir noch Iron. Okay. Duction Smelter. Geht natürlich wieder nur mit. So, da. Ich würde mal interessieren, ob diese Induction Smelter hier angeschlossen sind. Aber das kann ich ja gucken. Moment. Wer schreibt denn jetzt schon wieder? Findest nicht. So. Gott sei Dank haben wir ja 4 Induction Smelter mittlerweile. Dann geht das alles ein bisschen zügiger. Das ist super. Das ist schön. Findest du? Ich ja. Auch. Oh, es so. Wurde ein Backup gemacht und es ist nichts abgestürzt. Was ist da los? Und vorhin schon die ganze Zeit schon. Kommt noch. Kommt noch. Nee, das ist die letzten Tage auch ohne Probleme gelaufen. Ehrlich? Ja. Mhm. Schön. Und ich bin ja immer mit dauerhaft online. Auch schön. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin ja auch leider krank geschrieben. Ja, nee, das genau, das hast du ja gesagt. Ich hoffe, es ist nichts Ernsthaftes. Nichts Schlimmes. Ich hoffe es auch nicht. Ah, du weißt es nicht. Ich bin schon 4 Wochen krankgeschrieben und kein Arzt weiß warum. Okay. Wow. Ja. Das klingt aber. Okay. Ich habe Probleme mit dem rechten Bein, kann kaum laufen. Bin fast nur am Liegen. Okay. Ja. Ach so, okay. Und die finden nicht raus, warum, wieso, weshalb? Genau, ich habe jetzt Physiotherapie und wenn die anspricht, wird es weitergemacht, weil dann kommen wir schon aus dem Messer. Und was ist, was heißt um das Messer? Eher Knie oder. Oder, ja, Knie halt. Knie. Aber was? Knie ist so eine Sache, weil, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so ein Kumpel von mir. Also, da war jetzt 10 Wochen krankgeschrieben, glaube ich, und die haben den immer noch nicht operiert. Die machen immer wieder, weil sie versuchen, das so Ewigkeiten, so ewig lange hin, so lange wie es halt eben geht. Hm. Ist auch scheiße, wenn du eine Operation am Knie hast. Und auf jeden Fall, definitiv. Ist nicht schön. Haben die dich schon geröntgt? Die haben mich geröntgt. Nee, das haben die bei 4 Wochen krank bestimmt nicht gemacht. Also. Die haben mich geröntgt, die haben Blut abgenommen. MRT schon gemacht? Gesagt, MRT, nee, das wollte ich auch gerade. MRT ist das, was als nächstes kommt. Ja, das da würden sie da siehst du kommen, eben. Bei MRT siehst du mehr. Da siehst du einmal alles. Alles ja. Aber MRT ist halt so, dass du halt bis zu 6 Wochen Wartezeit hast. Ja, klar, das ist das Richtige. Außer du bist privat versichert. Entweder privat versichert oder du bist ein Notfall. Ja, das ist korrekt. Das heißt, ich schneide mir das Bein auf und dann habe ich Notfall und dann werde ich direkt untersucht. Nö, mit einem aufgeschnittenen Bein musst du nicht ins MRT. Nee, das kann der Praktikant so wieder zusammennähen, so ist nicht. Könnte man Vorschlaghammer nehmen und zertrümmern. Ja, auch das sieht man auf dem Röntgen. Auch das sieht man auf dem normalen Röntgen. Dann kann ich dir auf jeden Fall auch sagen, Walron, das liegt, dass du nicht mehr laufen kannst. Schweres Trauma. Okay. Krass. Ja, ist schon hart sowas. Ja, Knie ist immer doof.
Ist halt scheiße, ich bin halt auch sportlich nicht unbedingt sehr aktiv, aber ich gehe halt Fahrradfahren, laufen und so weiter und ich kann halt gar nichts. Also sowas machst du halt, Joso, naja, das ist kacke, wenn... Vier Wochen rumgammeln ist wirklich blöd. Naja. Muss man echt mal so sagen. Ich habe die Decke auf dem Kopf, ja, ich bin Single, ich muss halt auch selbstständig einkaufen gehen, da gehst du halt einfach. Bestell dir doch eine. Ja, nicht, was ihr schon wieder alle denkt, ne? Das war so klar. Das war so klar, dass ihr jetzt wieder alle denkt hier, ne? Ja. Er meint die Leihfrau. Ja. Meine ich aber nicht. Schon eine aus die Frau von nebenan. Ist natürlich schade. Hast du ein paar, was weiß ich, paar Freundinnen, Freunde oder sowas, die immer mal zu Besuch kommen oder irgendwie? Ja, wo? Schon, aber alle selbst berufstätig. Ja, klar. Das ist und, ja, und dann auch eigene Familie und. Das Blade. Das Blade. Sagt deswegen immer. Verbringe ich halt doch viel Zeit im Moment hier. Die Leute sind hier auch total in Ordnung. Ja, das sind die nett? Die sind der letzte Dreck. Okay. Ja, am schlimmsten ist eh dieser McManus, da musste ich ihn achten. Wer ist das? Wer ist das? Genau, das ist so ein Faker. Und der Pixel, der hat mich schon heimlich in meiner Stadt besucht. Das ist eine Frechheit. Aber bestimmt in der Nacht, das macht er gerne. Und anderen Leuten Bettdecken kriechen. Aber hallo. Aber hallo. Na gut, aber in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal. Wir sehen uns natürlich morgen wieder. Ich denke, wir sind alle noch dabei, die auch heute dabei waren. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr Steam Shabby und den Pixel. Und wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.